Boom, what's up everybody? Wieder zurück im Club der Sportfreunde im Gym. Wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, gab es 3 Wochen keine Uploads. Ich war in den Ferien für 3 Wochen in Costa Rica. War eine super Zeit, aber um das geht es jetzt gerade nicht. Es geht nämlich darum, wie gestaltet man sein Training im Powerlifting nach so einer längeren Zeit von Ferien oder Krankheit. Und ich nehme euch mit, ich zeige euch ein bisschen, wie man das Training geplant. Heute ein Ganzkörpertraining, wie eigentlich immer. Also let's roll the intro und dann zeige ich euch direkt mal meinen Plan und nehme euch mit unter die Stange. Let's go. Und bevor wir anfangen, mein Name ist Emre Senior, ich mache hier Powerlifting-Videos auf YouTube, meistens im Gym wie heute. Also falls dir das Video gefällt, dann klick unten auf den Abonnieren-Button. Es ist kostenlos, also du würdest mich unterstützen. Und für alle treuen Fans, danke vielmals. Klickt auf den Like-Button und kommentiert, falls ihr Fragen dazu habt. Also, let's go. Okay, und zwar, wie gestaltet man ein Workout oder die ersten 3-4 Workouts nach einer längeren Zeit, wo man nicht im Gym war? Also ich war jetzt 3 Wochen fast nicht im Gym. Die ersten zwei Wochen war ich gar nicht im Gym. Und die letzte Woche haben wir in ein Gym im Hotel gehabt und dann konnte ich halt noch so 2-3 Einheiten reinbringen. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie wenig Lust ich hatte, weil wir einfach den ganzen Tag am Strand gechillt haben und auch die einen oder die anderen Weizen-Hopfen-Smoothies getrunken wurden. Hat sich natürlich die Motivation, zum ins Training zu gehen, bei 30 Grad in Grenzen gehalten. Also, ich war jetzt 3 Wochen richtig wenig im Gym. Ich habe noch ein bisschen mal probiert, mit Bändern was zu machen. Hat nicht so gut funktioniert. Deshalb habe ich gedacht, komm, chillig. Ich habe es meinem Trainer gesagt. Und er hat mir jetzt so eine Intro-Woche reingeschoben. Und um diese Intro-Woche geht es auch gleich. Und zwar müsst ihr das so euch vorstellen. Ihr seid ja konstant im Training. Also 3-mal in der Woche, 4-mal in der Woche oder sogar mehr. Also der Körper ist sich daran gewöhnt, immer unter Last zu stehen. Wenn man jetzt natürlich 3 Wochen sich nicht wirklich die Muskeln beansprucht, also man bewegt sich ja viel und so weiter, aber man macht halt keine so Lasten, die man sich daran gewöhnt hat. Und dann entwickelt sich der Körper natürlich ein bisschen zurück. Also die Anpassung an die Lasten, die gehen dann zurück. Und was die meisten dann spüren, ist der ultimative Muskelkater des Jahrtausends. Also um den vorzubeugen, macht ihr jetzt einfach etwas ganz Einfaches. Ihr nehmt jetzt euren Trainingsplan, ich sage jetzt mal die erste Woche von dem letzten Block, den ihr gemacht habt, oder die erste Woche des nächsten Blocks, weil normalerweise nach der Ferien beginnt ja dann auch ein neuer Trainingsblock, und nehmt dann einfach das Gewicht und schaut, dass ihr mit dem Gewicht mindestens 5 Wiederholungen noch reinkriegt. Also wenn ihr jetzt 100 Kilo auf der Bank gemacht habt im letzten Block für, ich sag jetzt mal, 5 Wiederholungen, dann werdet ihr nicht mit 100 Kilo starten. Erstens, ihr werdet wahrscheinlich gar nicht das Gewicht für 5 Wiederholungen bewegen können, und zweitens, aber das ist noch viel wichtiger, ihr werdet das Gewicht nicht mit RP 5 bewegen können. Also ihr müsstet etwa 10 Wiederholungen machen können, macht aber nur 5. Das werdet ihr wahrscheinlich so mit, ich sage jetzt mal, 85 Kilo, vielleicht Maximum 90 Kilo machen. Aber es geht ja hier auch nicht darum, so viel Gewicht wie möglich zu bewegen, sondern so schnell wie möglich wieder an ein Gewicht dran zu gewöhnen. Und zwar die Regel Nummer 1 bei der Introwoche oder beim Neueinstieg ist, nehmt euer Ego, hängt es auf und nehmt es nachher wieder mit, wenn ihr aus dem Gym rausgeht. Es geht nicht darum, so viel Gewicht zu bewegen, wie man vor dem Ferien gemacht hat, sondern es geht darum, den Block so gut wie möglich dann zu starten zu können, ohne dass man den Muskelkater des Jahrtausends hat. Also, der Plan ist heute, wir machen RP 5, also 5 Wiederholungen im Tank. Das heißt, überall etwa 30-40% runter mit dem Gewicht. Das ist am einfachsten. Ich würde jetzt nicht mit den Wiederholungen arg runtergehen, sondern
wirklich schauen, dass man irgendwie so 5, 6 Wiederholungen überall reinkriegt pro Satz und dann vielleicht 3 Sätze macht. Aber die Intensität so tief wie möglich zu halten und einfach mal wieder den Muskeln zeigen, hey, ihr werdet jetzt wieder gebraucht, also macht euch ready, ich gebe euch eine Woche Zeit, weil nächste Woche beginnt der Block und dann möchten wir wieder feuern können, wir möchten den Block so produktiv wie möglich starten können. Deshalb zeige ich euch jetzt das mal beim Kreuzheben, dann nehme ich euch mit hier auf die Bank, wir machen dann Bankdrücken mit Ketten, dann gibt es noch Highbar-Beuge und noch ein bisschen Assistenzübung. Let's go. Tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead, I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing. Better watch out for the snake and Judases. Don't ask them who this is. I bet they know what I'm moving in. I bet I show it into a dim. How you hate and then lose again? How you hating my vibes? Why you wasting my time? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback, I just want relax. Brand new whip, two-tone, I need that brand new hit. You know, like lean back, brand new bits. I live in Weepak, man, you never gon' like us. Get them on sight now, let them all like that way. They know I'm all righteous. Look at my life, I'm living all right. I'm nice, you know I'm all righteous. Looking like Christ, no need for the hype or fight or telephone vibes. No need for the telephone vibes. Das war aber anstrengend, also schon das Beladen der Stange mit den 25er Scheiben haben meinem unteren Rücken gesagt, hey, wir brauchen dich wieder, aktivier dich, let's go, mach mal was. Also ich habe jetzt 70 Kilo auf der Stange, die 25er und die Stange selber noch mit 20 Kilo, habe jetzt 5 Wiederholungen gemacht. Der Plan ist so Richtung 140, vielleicht 150 zu gehen. Ich denke, da schaffe ich safe 5 Wiederholungen und 5 im Tank zu lassen. Yo! Also das Wichtigste, wie gesagt, ist ja, dass man nicht diese Muskelkater des Todes hat. Ich kann euch jetzt schon versprechen, ihr werdet einen richtig harten Muskelkater haben, aber es wird nicht dieser eine Muskelkater sein, wenn ihr alles richtig macht. Ihr kennt ihn wahrscheinlich auch, wenn man so auf die Toilette geht und dann sich so hinknallt, weil man einfach die Muskeln nicht mehr so koordinativ ansteuern kann und einfach der Muskelkater so richtig hardcore ist. Ja, normalerweise beginnt so diese fiese Muskelkater nach 12 Stunden schon, nicht so wie normale Muskelkater, so nach 24. Wenn er nach 12 Stunden beginnt, wisst ihr, ihr habt verkackt. Also ich lade jetzt mal nochmals 25er rauf und ich werde wahrscheinlich auch schon meinen Gürtel brauchen. Und für alle, die auf dem Channel sind und das Video zum Beispiel noch nicht gesehen haben, zum diesen Teil hier, der SPD-Gürtel, ist ein richtig geiles Teil. Ich habe mal ein Review dazu gemacht. Ist leider Schweizerdeutsch, aber ich überlege mir nochmals, das auf Hochdeutsch neu zu filmen, weil das Video wird zurzeit recht gut geklickt und ja, wahrscheinlich auch viel von Deutschen und Österreichern. Und die verstehen halt nicht, wenn ich so rede, dann verstehen die das wahrscheinlich nicht. Deshalb mache ich wahrscheinlich das Video dazu. Und für alle, die es nicht wissen und sich das Teil holen wollen, in der Schweiz, bei SPD Schweiz, gibt es ein Code von Emre Senior, also Emre Senior 5 heißt der Code. Ich bin ein bisschen raus aus der Übung, weil ich lange kein Video gedreht habe. Aber falls ihr euch was gönnen wollt, der Link ist in der Beschreibung und der Code ist hier mit Emre Senior 5. Spart ihr ein bisschen Geld auf die Bestellung und unterstützt diesen Kanal. Also 120 auf die Stange, Gürtel ran und let's go. No need for the liars, I don't watch your moves or priors. I got much to do and bias. Big bosses move in silence, watch it. No need for the liars, I don't watch your moves or priors. I got much to do and bias. Big bosses move in silence. Yeah, me, I'm moving quiet. Ask me, I'm leaving an island. New watches, perfect timing. No need for the surface shining. Ask me, I need me a few. I need me an island, I'm keeping it true. The man, I'm wild, I'm keeping it cool. No need for the telephone hype from you. Yeah, tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead, I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, yeah. Tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes.
Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead, I'm on side. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, yeah. Tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead, I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. Yo, also ihr habt's gesehen, 140 Kilo war definitiv zu einfach. Also machen wir jetzt 150 Kilo oder 145. Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, viel Gewicht zu bewegen, aber das war definitiv unter einem RP5. Für alle, die noch nicht abonniert haben, es wird demnächst noch ein Video kommen, wo ich das Ganze thematisiere, wie ihr damit umgehen könnt, wenn jetzt demnächst etwas ansteht, Ferien oder vielleicht eine Operation oder irgendwas anderes, wo ihr einfach keine Zeit haben werdet, einmal, zweimal oder mehr ins Gym zu gehen. Ich werde da die Vorteile, Nachteile und so weiter ein bisschen erklären. Also abonniert den Channel, dann verpasst ihr auch das Video nicht. Und die Abonnenten, die kriegen ja dann das in ihrem Feed. Also ich knall jetzt nochmals 5 Kilo pro Seite. Ich denke 150 gehen easy weg. Und dann mache ich einfach das als zweiten Satz. Und dann noch als dritten Satz und dann reicht das. Und dann gehen wir auf die Bank. Let's go. Yo, also das Workout ist jetzt durch. Wie ihr vielleicht gesehen habt, waren das im zweiten und im dritten Satz je 4 Wiederholungen. Man sollte auch seinen Plan lesen können, so wie ich. Es waren natürlich 3x4 und dann danach 3x4 Chained Bench Press. Ich hätte noch High Bar Squats gehabt, habe ich ausgelassen, weil meine Hüfte ein bisschen zwickt, immer noch. Yo. Aber wir gehen jetzt nach Hause und ich erkläre euch dann den Rest, weil ich habe keinen Bock mehr. Bin schon seit 3 Stunden hier im Gym. Also bis ins Büro. Yo, und hier sind wir auch im Büro nach ein paar Tagen. Und ich muss sagen, ich habe den Muskelkater natürlich nicht geschafft zu unterdrücken. Ich hatte schon schweren Muskelkater als dieses Mal, aber ich war am Montag im Gym, habe die Kniebeugen danach noch gemacht. Das Video war vom Freitag. Ich habe die Kniebeugen gemacht und wie ihr es wisst, ich hatte bis gestern noch Muskelkater in den Hamstrings und in den Adduktoren. Ist halt so, die erste Woche muss man halt ein bisschen sich quälen. Aber das Wichtigste ist, dass man dann danach richtig in den Block starten kann. Und mit dem beenden wir auch das Video. Ich danke dir vielmals fürs Einschalten. Hier sind noch 2 Videos und vergiss nicht, den Abo-Button zu drücken, denn dann kommt noch dieses Video, wo ich gesagt habe, wie man so eine 2-3 wöchige Pause dann gestalten kann, dass man halt trotzdem nicht in diese Situation, die ich jetzt hatte, reinfällt. Also, danke euch vielmals fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video. Und hier nochmals die 2 Videos, die du dir auch anschauen könntest. Peace out.